Bing, bing, bing. So, heute machen wir mal was mit Blech. Heute wird Blech ausgeladen bis zum Abwinken. Hier der Andi ist mit da. Hier oben jetzt. Wir fangen jetzt an und machen jetzt hier Blech. Das ist unser Blechlager und das wird jetzt voll. Jetzt kommt nämlich noch mehr da dazu. Bam, bam. Andi, er strickt Blech hier oben. Ich habe nicht gefurzt. Ach, mach mal langsam. Macht mal langsam die Zwerge da unten. Warte, langsam, langsam. Wir müssen erst mal wegkriegen. So, langsam wird das hier nämlich auch voll. Immer voll, voll, voll. Badam, bam, bam. Oder Maya, hier mal eine Aufnahme hier, wenn wir durch sind. Tourist, dieser Tourist, Tourist. Braun und schwarz. Dumm. Ich kann gar nicht filmen. Oh. Ich bin angeschrieben. Ja, ja. Hier fällt nicht so stark hier oben drauf. Hier, ja, einmal. Jetzt Verkaufsecke. Ja, machen wir Verkaufsecke. So. Ja, das ist das ich das ich die saufen schon wieder hier. Die gesoffen ja nicht. So, Katja, du hast heute wieder deine Zahnbürste dabei. Ja. Was machst du denn heute damit? Den schwarzen Kies hier runterfugeln. Ah. Sehr schön. Das, was wir hier sehen und haben, da drüben stehen sie und schleifen an der Karosse rum, alle anderen haben nichts zu tun. Der heutige Schraubertag besteht aus einer einzigen Nölpferdrunde. Es wird gelabert, gesabbert, sinnlos diskutiert, auch die ganzen Krankgeschriebenen stehen rum, in normalen Klamotten, können nichts tun, fassen hier nicht an, einfach sinnlos, hier muss Ordnung rein. Fakt ist aber, wir haben als nächstes das Fahrgestell von Jens im Beschlag. Und jetzt kribbelt es in den Pfoten. Es kribbelt in den Pfoten loszulegen, aber wir müssen uns zügeln, wir müssen langsam machen. Wir wollen erst die Karosse komplett lackierfertig haben und dann gemeinsam dieses Fahrgestell machen. Das heißt, einzelne Baugruppen reinlegen, sauber machen. Da hinten macht schon mal einer die Ader, aber lassen die Ader machen. Das ist, der hat keine betriebliche Pausen, kriegt auch keine Altersvorsorge mehr von uns bezahlt. Also der ist ein Sklave unbezahlterweise und geduldet. Der war tief. Der weiß gar nicht, wie er mit seinem Leben spielt. Einzel? Ja. Ich komme da erstmal hin. Kommt mir doch mal vor, wie die Karosse. Das Gute ist, er kommt ja nicht so schnell hinterher. Er hat ja nur noch eine Krücke. Naja, und da nehme ich schon nicht in Zeitlupe auf, das ist aber trotzdem Zeitlupe. So, das heißt, heute haben wir noch ein Ziel, eine Kleinigkeit. Wir bereiten einfach eine Kleinigkeit vor. Und das hat was auch mit dem gleichmäßigen Restaurieren, was wir so vorhaben zu tun. Wir werden gleich die Auspuffanlage noch abbauen, das heißt, die ganze Abgasanlage ist eh Kernschrott, die schneiden wir runter, es macht also keinen Sinn, die nochmal wieder aufzubereiten. Und bauen das Motörchen aus, denn der Benjamin wird dann in aller Ruhe anfangen, den Motor auseinanderzunehmen. Wir werden ihn etwas revidieren, der wird jetzt nicht komplett neu geschliffen, also zumindest solange es nicht nötig ist. Und da bereiten wir das vor, denn dann kann auch diese Arbeit schon nebenher passieren. Und ich sage mal, ich propagiere vorsichtig, wenn wir schnell wären, hätten wir in 3 Tagen das Fahrgestell fertig. Das haben wir aber nicht vor, das heißt, wir werden das schon auf 5-6 Wochen schieben, werden dann eine Woche jetzt Sommergewinnspause einlegen. So, und danach geht das weiter, bis dahin ist auch die Karosse da drüben fertig. Und dann machen wir das Fahrgestell und hoffen, dass wir beide den Lacktermin kriegen. Dann können wir wieder anfangen zusammenzubauen. Dann sind wir schon auf einem ganz anderen Rückweg. Und das geht komplett in die andere Richtung. Ich soll doch nicht erzählen. Meine Stimme war nicht gewünscht. Nee,
Ja, aber für den Volker schon, das haben wir schon abmontiert, für den Volker mal eine ordentliche Krücke, weil mit dem komischen, mit dem hier oben, hier hast du eine schöne Krücke. Hier bei dir ist eine Schraubenlocke. Hier, das ist halt mal anziehen. Hier. Von wegen. Eine, ja, und das ist hier. Dutzend. Bei mir brauchst du aber den Schraubendreher. Der Knubbel ist zur Fixierung da, oder was? Das ist ein Kreuzschlitz. Schraubendreher. Ein Schlitz. Hier, eine neue Krücke. Da wir das die letzten Male natürlich bei euch auch gezeigt haben und das Genöle wieder kam, Leute, also wenn wir Spaßvideos drehen und mal keine Brille aufhaben, dann machen wir nicht Material abschleifen, sondern dann machen wir das einfach nur, dass die Funken fliegen. Arbeitsschutz geht alle an und damit ihr das seht, wir sind natürlich komplett ausgestattet und wenn jetzt hier geflext wird, dann gibt es natürlich auch noch Arbeitsschutz in der Variante cool. Haha. Bam! Hier nur einmal. Volker die alte Krücke! Wir wollen keinen Namen sagen. Volker die alte Krücke! Ja, aber das er holt schon das Gerät. Ich hole kein Gerät. Da müssen wir den Scharschrauber nehmen. Dann geht die abgebrochen. Ja. Ich hätte es hier abgeschnitten. Aber immer noch. Na. Machst du da, ist ja so eine kleine Aussparung unten drin. Nee, wir setzen. Machst du an der was? Wir setzen die Kolben hinten. Ja. Lass doch beim Einlass den Bogen. Da ist der kleine Bogen unten drin. Ja. Und da? Also die Höhe, den Scheiben von 5 mm, setzen wir nach, aber die komplette Länge. Ja. Dann macht man den Einlass später zu. Und damit hast du mehr der Fisch. Die Verdichtung erhöht. Also dann ändern wir die Düsenbestimmung. Okay. Eine oder anderthalb Stufen mehr. Und dann hast du nochmal 5 bis 6 Aber er wird ja im Grunde auch ein bisschen fetter, ne? Ja. Damit bist du auch von der Schmierung kein Problem. Die Zündung haben wir dann auch noch. Der Andi, der dumme Idiot. Ja, gucken wir uns mal an. Jetzt noch mal. Da bin ich mal dabei. So, jetzt ist der Benni hier nochmal schön dran. Ja. Es geht doch wieder alles schneller als gedacht, aber der Motor, haben wir gesagt, geht heute noch raus. Und das ist so dieses Typische, da müssen wir ja auch nicht viel Lehrvideos drehen, ja, Benni, oder? Irgendwas? Ja, wie viel Schrauben sind denn so? Wie so ein Motor rausgeht. Ja, ich meine, das ist wie Lego. Das ist wie Lego, nur andersrum. Ja. Hast du keine Anleitung dazu, aber für die Anleitung sind wir zuständig. Ja, Motorausbau ist jetzt relativ easy. Das sind ja nur diese paar großen, langen Schrauben. Das sind diese Schrauben, die wir... Ich habe gar nicht gesehen hier das Ding. Das ist jetzt hier so Getriebe, das ist so dieses Zusatzding. Normalerweise, wenn wir den Motor ausbauen, legen wir irgendwas rein. Ich mache es nochmal raus, Benni hat es so schön reingelegt. Aber ich wollte das ja mal zeigen, ja. Ne? Das ist so ein Spezialwerkzeug AWE, was weiß ich, WB irgendwas, Nummer. Nummer 0815. 0815 38 27. Ich würde vielleicht die Kupplung noch abmachen. Das wird hier nicht, das tut mir weh. Bam. Sieht man hier, passt. Perfekt. Benni, die haben da eine 16 reingelegt. Das ist 16. Normalerweise 19. Nur für 16. Fakt, wenn wir jetzt dieses Getriebe ablassen, normalerweise, wenn wir unten stehen würden auf dem Boden, stellt man hier irgendwo Wagenheber drunter und drückt das Getriebe ein Stück nach oben, wenn man den Motor rausholt. Denn das Getriebe muss gehalten werden. Da sind ja jetzt nur die Achsen drin, das heißt, die Antriebswellen stecken ja im Getriebe. Das hält am Ende überhaupt nicht. Und wir sind... Das ist natürlich wieder 17. Wir kämpfen hier gerade mit verschiedenen Schlüsselweiten. Schlüsselweiten? An einer Schraube. Vorne 16, hinten 17.
Schraube 16, Motor 17. Genial. Das kennen wir aber. Ja, ja. Benni, Mensch, eben vor einer halben Stunde warst du die Haare noch gar nicht so schön. Du warst ja beim Friseur. Ich hatte vorhin noch volles Haar. Echt? Bis auf die Schultern runter. Nee, du verwechselst da was. Das schafft uns Friedrich. Jetzt habe ich eine Belichtungsstörung hinten. So, fragt das aber nochmal. Also ganz einfach, wenn wir Motor ausbauen, beim Motorausbau können wir da irgendwas unter das Getriebe legen, normalerweise einen Wagenheber, sonst fällt das Getriebe runter, denn hier sind die Antriebswellen, stecken ja im Getriebe drin und die können das natürlich nicht alleine halten. Also immer was unter das Getriebe bocken, bevor ihr den Motor rausnehmt. Zum Einbau ist dieses Blech nicht wirklich geeignet, denn ihr müsst das Getriebe nach oben drücken. Man könnte natürlich jetzt unter dieses Blech dann den Wagenheber stellen und das Getriebe hochfetzen. Aber Einbau ist ja heute nicht das Thema, jetzt ist erstmal Ausbau. Das sieht so ein bisschen aus wie Star Wars. Ja. Und wenn noch ein Kabel nimmt, die hat eine Schere. Das machen wir alles mit der Flex. Das sind wir flexibel. Benni, was sind jetzt mit deinen, deinen Nüsse? Deine Nüsse? Die werden heute nicht gefilmt, bitte. Die sind heute nicht Gegenstand. Ich denke, du warst beim Friseur. Das erzähle ich nicht, was wir da gemacht haben. Diese alten, verrotteten Hütten hier. Kann er sich nicht einfach ein normales Auto kaufen? Das ist doch dein Problem. Du reparierst ja auch die Menschen. Na gut. Können wir nicht einfach ein paar neue machen? Das geht. Ja. Wie? Los, erzähl mal. Ja, das ist wieder ein anderes Kapitel. Du schraubst ja eigentlich an so einer Schraube mittlerweile genauso lang wie unser Rüdiger. Mhm. Eine großes, Stunde pro Schraube. Großes Vorbild. Dein großes Vorbild. Rüdiger, jetzt tust du dir auch noch weh. Ja, man ist schon nervös, wenn man Rüdiger hört, wird er nervös. Ja, aber das ist, also ich bin ja mittlerweile hier. Dieses Stativ zu filmen, das ist ja genial. Das kann ich jetzt aber verlängern irgendwie. Ach nee, da muss ich oben ziehen. Das kann ich nicht. Alle, die das sehen, werden wahrscheinlich sagen, wieso nehmen die Idioten nicht eine Ratsche? Weil sie gar keine haben. Wir haben keine Ratsche. Wer sponsert uns eine teure Ratsche? Eine extrem teure Ratsche. Das einzige Werkzeug, was wir haben, ist eine Flex. Ja. Und wir wollen eine extrem teure Ratsche gesponsert bekommen. Welcher Werkzeughersteller sponsert extrem teure Ratschen? Schraubendreher haben wir genug. Zieher. Wir ziehen ja die Schrauben. Wir drehen und ziehen. Ach Mann. So eine schöne Sammlung und keine Nuss. Hier ein Haufen Nüsse und keine Ratsche. Doch, wir haben auch Ratsche, aber es ist alles drüben im Karosseriebau unterwegs, oder? Ja. Und auch hier waren wieder Muttern hinterlegt. Ne? ABEs kennen wir ja noch aus dem alten Video. Ersatzmuttern lagen hier vorne drin. Stimmt. In dem Rahmen lagen wieder Ersatzmotor, 3-4 Stück. Die hat aber der Volker schon wieder eingesteckt, weil der kann die gebrauchen. Ersatz ist immer wichtig. Der baut einen Tisch, aber hier liegen noch hier Federringe. Was nehmt ihr denn hier eigentlich für Betriebsmittel auf schon? Betriebsmittel? Ja, ja. Das ist Innenölung. Ja, und wer den Federring nicht ehrt, ist den Wartbeuch nicht wert. Oi! Ja, das hier hinten kann man auch. Eine drin, es passt da noch eine zweite rein. 80 mein, ein Einsending. Nimm die scheiß Flex und mach Nasen sind jetzt hier sogar kaputt. Also sowas gibt es auch bei Beate Use, das nennt man Penisring. Ah, genau. In dieser Straße gefahren wir. Außerdem schwuppert das bei mich aber. Ich sag du, willst hier den Ölfilter lösen? Die Leistung ist wichtig. Entscheidend ist, wie oft du in der, Minute stoßen kannst. Und nicht hier. Die Meter. Micha, das Video können wir gleich anstampfen. Du weißt, warum du immer noch Single bist. Das ist, weil du überall den Finger reinstecken musst. Ich habe eine Nachricht gekriegt. Wo ist noch eine Schraube drin? Das klebt einfach. Das Gute, muss ich sagen, ist, dass es ein Frontmotor ist, kein Heckmotor. Beim Heckmotor hätten wir mehrere Probleme. Jetzt kommt die Anhänge.
Machen wir hier die Kühlung, das ist der Hammer. Warte, ich mach dich mal wirklich. Das muss man mal sehen, das ist der Hammer. Also hier haben sie, die Kupplung ungefähr siebenmal. Oder Werner ist das Auto gefahren. Damals Werner hat immer halbe Kupplung stehen gehabt. Das Auto ist nie gefahren. Das ist geil. Das ist so war es immer hell. Nee. Das hat so geknüht, dass das drin hell war, der Glocke. Das ist das sogenannte Schwarzgetriebe. Das ist schwarz nachts gemacht worden. Ne? In der Nachtschicht. Ja. Das ist so ein Rennen, so ein Racing-Getriebe. Das ist wie der Motor, das ist auch ein Rallye. Das ist der einzige Wart durch Siebengang. Aber von Motor. Ja, wie gesagt, nee, Heckantrieb. Hätte der einen Heckmotor gehabt, hätte man Probleme gekriegt, weil der hatte ja eine Anhängekupplung. Stimmt.